So, dann begrüße ich alle hier Anwesenden und auch die Damen und Herren Zuschauer und Zuschauerinnen, die live uns über YouTube zuschauen können, zur Buchmessenzeit hier in Frankfurt. Buchmesse gibt es leider dieses Jahr so nicht, wie wir es alle kennen und mögen. Aber wir haben ja hier die Buchkomplizen, die Genusskomplizen, wo wir einige unserer Autoren begrüßen. Heute ist es, jetzt ist es Albrecht Müller, gerade angereist aus der Südpfalz. Und er hat, das muss ich sagen, uns einen wunderbaren Teller voll reifer Trauben aus der Südpfalz mitgebracht. Darf ich mal kurz hier zeigen, mit Weinblättern. Sehr süß sind die, die werden wir später verköstigen. Ja, wer es nicht weiß, aber ich glaube, es ist fast unnötig zu sagen, Albrecht Müller ist Erfinder der Nachdenkseiten und auch Kopf der Nachdenkseiten nach wie vor. Es gibt viel zu tun, worum sich die Nachdenkseiten auch kümmern müssen. Jetzt gibt es ein neues Buch. Im vergangenen Jahr erschien bereits, glaube ich, wenig hinterfrage, alles denke selbst. Ein veritabler Bestseller. Und jetzt haben sie nachgelegt mit Die Revolution ist fällig. Baut das aufeinander auf? Kann man das so sehen? Oder? Ja, das schon. Es hat alles damit zu tun, wie wir manipuliert werden. Und die große Manipulation, die Grundlage und Ausgangspunkt von Die Revolution ist fällig, ist das Problem, dass uns eingeredet wird, dass wir keine Probleme hätten und dass es uns allen gut geht. Ich bestreite nicht, dass es einer ganzen Reihe von Menschen sehr gut geht, aber wir haben unglaublich große Probleme im sozialen Bereich und in vielen anderen Dingen. Das handle ich an 19 großen Bereichen ab. Und das gravierendste Problem, was jetzt gerade ganz aktuell geworden ist, dass wir nicht mehr weit vom Krieg entfernt sind, aus meiner Sicht. Das sehen zwar viele Leute nicht so, aber wenn man sich die letzten Tage anschaut, die Auseinandersetzungen zwischen der EU und Russland und das Ende des Gesprächs sozusagen, was angekündigt ist, dann sieht man ganz deutlich, dass die Revolution fällig ist. Es ist eine Umkehrung der Politik fällig in unserem Land. Dann darf ich auch noch begrüßen die Viviane Richards. Frau Richards ist Lektorin im Westend Verlag und hat ihr Buch lektoriert. Und sie wird ein bisschen mitfragen. Danke. Noch, weil sie das Buch vom frühesten Tagen an kennt. Es gibt ein Kapitel in dem Buch, das ist Kapitel 3, der Kampf der Etablierten gegen die aufkeimende Kritik. Darin beschreiben sie auch, dass die Nachdenkseiten, die jetzt 22 Jahre, 21? Nee, so lange noch nicht. Seit 2003, das also sind 17. Jetzt im 17. November Stimmt. Sind das 17 Jahre. Also, okay. Dass die Nachdenkseiten immer wieder hässlichen Anfeindungen sich ausgesetzt sieht. Sehen Sie das im Zusammenhang damit, dass prinzipiell alternative Medien, wie sie landläufig genannt werden, angegangen werden und diskreditiert werden? Ja gut, wir haben ja das Problem, dass jahrelang die etablierten Medien, wie man sie nennt, oder die Medien im Fernsehen und Hörfunk und Zeitungen, dass die quasi unangefochten ihre Arbeit machen konnten, so sage ich das mal ganz neutral. Wenn ich das weniger neutral sage, dann würde ich sagen, dass sie neben vielen guten Leistungen eben eine Menge Kampagnenjournalismus betreiben. Und das war alles unangefochten und war unhinterfragt. Und beginnend eigentlich mit den Nachdenkseiten, wir waren der erste politische Blog, wenn ich recht weiß, in Deutschland, der ins Netz gegangen ist, also jetzt in diesem Sinne auf Sendung gegangen ist. Und seit es diese Kritik gibt, sind die etablierten Medien nicht mehr so unangefochten. Und da sind ja viele dazugekommen, es gibt viele politische Blogs, es gibt auch ganz normale, einfache Menschen, die kritische Webseiten aufmachen und es gibt in Facebook und Twitter und sowas auch kritische Bemerkungen, neben viel angepassten. Und das hat dazu geführt, dass diese etablierten, so nenne ich es jetzt mal, begonnen haben, eine Gegenkampagne loszutreten, mit Unterstützung der Politik. Das ist das ganz Komische. Also sie vergessen ihren eigentlichen Auftrag,
die Politik kritisch zu hinterfragen. Wer das nicht glauben will, der soll nochmal heute Journal von gestern Abend anschauen, also vom 14. Abend über das Auftreten von Merkel und den Bericht der Gespräche zu Corona, dann sieht man, wie unkritisch die sind und wie symbiotisch zusammengefügt die Politik mit den Medien ist. Also jetzt haben diese Medien halt entdeckt, dass es schlecht ist, dass es da kritische Kritiker gibt, die diesen Einheitsbrei hinterfragen, und haben sich dann bestimmte Kampagnen ausgedacht gegen diese kritischen Medien. Und eine der beginnenden Kampagnen war der Vorwurf, wir seien Querfront. Also das fing an bei Daniele Ganser, den hat man zur Querfront gemacht, dann hat man Ken Jebsen zur Querfront und dann hat man uns angehängt. Dann wird also derjenige, der mit den anderen redet, wir haben mit Ganser geredet, weil wir das für sinnvoll halten, was er macht, und hinterfragen, also sind wir dann auch wie er und dann sind wir Querfront. Das war einer der Vorwürfe. Dann gibt es ja das nächste, dass Fake News verbreitet werden. Ja, ich könnte Tausende von Fake News nennen, die Bild-Zeitung verbreitet oder die FAZ. Oder ich könnte wirklich die ganzen Kampagnen aufzählen, die etablierten Medien machen in Sachen Demografie, in Sachen schwarzer Null und was die nicht alles bewundert haben und gefördert haben. Lauter Fakes. Ja? Aber jetzt hat man entdeckt, dass die Fakes angeblich von den neuen Medien, von den Internetmedien kommen. Also wirft man uns dieses vor. Dann, also auch so ein Begriff, der nochmal ansetzt bei der Querfront, ist der Begriff rechtsoffen. Ist Ihnen das schon mal irgendwo begegnet? Rechtsoffen, also das heißt halt, dass man nicht gleich mit dem Zuschlaghammer kommt, wenn jemand mal einen konservativen oder nationalistischen Gedanken äußert, sondern dass man versucht, mit ihm ins Gespräch oder mit ihr ins Gespräch zu kommen und zu überzeugen, dass das unsinnig ist und so weiter. Dann ist man rechtsoffen und so weiter. So läuft eine Kampagne, und diese Kampagne hat halt schon, weil die etablierten Medien stark sind, hat es schon eine gewisse Bedeutung. Ja, dieses rechtsoffen Ding ist aus meiner Sicht auch der Versuch, sozusagen ganz klar zwischen da die Guten und da die Bösen. Richtig, das läuft eben. Und es gibt eben nicht, dass einer in 98 Dingen derselben Meinung ist und in zwei hat er eben eine andere. Entweder ist man 100% oder... Ja, ne, das ist, da ist übrigens nochmal, kann ich auf die Verknüpfung der beiden Bücher zurückkommen. Hier habe ich eine Methode der Manipulation selbst benannt, Wippschaukel-Effekt. Ja? Und dieses mit den Bösen und den Guten, das läuft genau nach diesem Effekt. Also je mehr die etablierten Medien sich über die kritischen Medien hermachen und diese schlecht machen, umso mehr heben sie sich hoch in einer Wippschaukel-Effekt und werden zu den Guten. Also je böser man die anderen darstellt, umso so verklärter wird man selbst. Und das habe ich hier ja in, glaube wenig, an vielen Beispielen dargestellt. Und das ist nichts Neues, das ist schon bei Helmut Schmidt und Brandt so gewesen. Helmut Schmidt hat den Brandt schlecht gemacht und schlecht machen lassen und hat sich dabei auch hochgehoben. Das ist ein altes Beispiel und es gibt viele neuere dazu. Ich wollte noch erwähnen für die Zuschauer, die uns über YouTube zuschauen, dass man über die üblichen Wege Frage stellen kann. Auch die kriegen wir dann, glaube ich, eingespielt und am Ende, Herr Müller, werden wir dann auch noch die Zuschauer fragen. Frau Richard. Genau. Sie schreiben auch über Korrektiv, die Internetseite Korrektiv, die von vielen Stiftungen, unter anderem auch von staatlicher Seite wie der Bundeszentrale, gefördert werden und sich hauptsächlich auf Online-Medien konzentrieren. Richtig. Brauchen Online-Medien ein Korrektiv und brauchen Printmedien kein Korrektiv? Also das ist auch interessant, dass die Macht der Etablierten so groß ist, dass sie eigene Organisationen gründen können. NGOs, so nenne ich die jetzt mal. Ja? Und Korrektiv ist nicht das Einzige, aber es ist ein sehr, sehr aktives Medium, das sich den angeblichen Fakes im Internet zuwendet. Und das wird von Soros mitbezahlt, das wird von der öffentlichen Hand mitbezahlt, wie übrigens auch diese Stiftung, der die Frau Kahane vorsitzt. Das sind alles Institutionen, die gegründet werden, um Stimmung zu machen gegen die Kritiker im Netz. Und Korrektiv
Im Grunde wäre das ja wunderbar, wenn das eine objektive Veranstaltung wäre, wenn die sich an alles machen würden, wenn die zum Beispiel eben die erwähnte Heute-Journalsendung von gestern Abend untersuchen würden und beschreiben würden, was da an Falschbehauptungen läuft oder wie schon bevor Frau Merkel die Situation dramatisiert, wie dann vorher auch schon die Moderatorin des Heute-Journals das dramatisiert hat und wie das alles zusammenläuft. Das wäre wunderbar, wäre toll, wenn Korrektiv wirklich ein Korrektiv wäre, dann würde es solche verschiedenen Sachen untersuchen, aber das tun sie eben nicht. Sie sind klar installiert, um die Kritiker außerhalb der Hauptmedien vorzuführen. Ja, es hat ja, ich weiß gar nicht, bei jüngeren Zuschauern, die wissen das vielleicht nicht, es hat ja zu ihrer aktiven politischen Zeit, auch noch vor der Jahrtausendwende, in jeder Legislaturperiode mehr oder weniger ein oder zwei Rücktritte von Ministern gegeben, weil Journalisten recherchiert haben und haben irgendeinen Mist zutage gefördert. Und mittlerweile muss man denken, es sind alles Engel, in der Regel, weil niemand mehr zurücktritt. Das könnte ein Indiz dafür auch sein, dass die große Presselandschaft zu wenig den Politikern auf die Pelle rückt und eher kommentiert und beklatscht, was da passiert. Ja, das kann auch ein Merkmal dafür sein. Eines von vielen, vielen, vielen anderen. Gutenberg, das war kein Journalist, nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat ein aktiver Privatmann, glaube ich. Gutenberg. Diese Gutenberg-Geschichte, ist Gutenberg zurück. Ja, okay, der ist aber zurückgetreten, aber gut, das hat ja auch gereicht. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf etwas hinweisen. Ich habe schon erwähnt, dass das Korrektiv auch von Soros und dessen Stiftung Open Society unterstützt wird. Da muss man auf eine Erscheinung, auf ein Phänomen kommen, das für uns alle in Deutschland immer wichtiger wird, nämlich unsere totale Abhängigkeit von den USA und dem militärischen Komplex und der NATO. Abhängigkeit inwiefern? Ja, dass wir uns in dem, was wir politisch machen und was wir entscheiden, dass wir uns dem beugen, was dort in Washington oder anderen zentralen Örtlichkeiten gedacht und gesagt und gemacht wird. Nicht in jeder Kleinigkeit, aber jetzt mal dieser Abbruch der Beziehungen zu Russland, so würde ich das werten. Die Umkehr der Entspannungspolitik von Vertrauen schaffen zu Misstrauen sehen, was zurzeit läuft. Nicht Wandel durch Annäherung, sondern böser, schlimmer Wandel durch Konfrontation. Das ist ja nicht in unserem deutschen und europäischen Interesse. Das sind unsere Nachbarn da im Osten. Wir müssen uns mit denen verständigen und verstehen, auch wenn uns ihre Nase nicht passen sollte. Und es gibt viele Leute in Russland, die das genauso sehen und auch ja, amtliche Stellen dort genauso. Wir müssten eigentlich zusammengehören. Und ich erinnere an Wladimir Putin im Jahre 2001, im September, in diesem Tag, ja, vor 4 Wochen und dann eben 19 Jahre zurück, wie er da vorgeschlagen hat, von Wladiwostok bis nach Lissabon eine gemeinsame politische und ökonomische und soziale Zone zu schaffen. Und er hat ausdrücklich dazu gesagt, das soll nicht gegen Amerika gerichtet sein. Er schlug vor, hier zusammenzuarbeiten. Und das haben wir völlig in den Orkus gestoßen. Das muss man sich vorstellen, welche Zäsur wir gerade erleben. Ja? Und das ist ganz im Sinne der imperialen Vorstellungen von Leuten, die in den USA im Hintergrund die politische Linie bestimmen. Das hat Stratford, Friedman vor einiger Zeit vorgeschlagen und es geht auf weitere frühere Einlassungen von amerikanischen Ideologen, Brzezinski zum Beispiel, zurück. Ja, ein Dorn im Auge, glaube ich, der Amerikaner ist die Nord Stream-Angelegenheit. Jetzt habe ich aber gerade heute Morgen gelesen, Stichwort Abhängigkeit, dass die
Bundesregierung sich erstmals entschiedener geäußert hätte, am Nordstream, die Bundesregierung entschiedener geäußert hätte, an Nord Stream festzuhalten. Das wäre ein Gegenbeispiel. Das glaube ich nicht. Ich habe es so gelesen. Ja, so, ich glaube das nicht. Ich habe schon vor 3 Jahren irgendwann geschrieben, nicht weil ich ein Hasardeur bin, sondern weil ich das so einschätze, dass das kaputt gemacht wird. Und wenn jetzt die Bundesregierung das zwischendurch erklärt, dann wird man gewissen Leuten beruhigen. Oder ich kann ja auch sein, dass ich nicht recht habe, dass einfach die Investitionen inzwischen so hoch sind, dass der Druck von der Wirtschaft, BASF und anderen so groß wird, dass die Bundesregierung es wirklich nicht macht. Aber ich würde immer noch wetten, dass das gestrichen wird, weil es im Sinne der USA ist, es zu streichen. Genau, dazu relativ passend. Mir ist aufgefallen, dass die ganze Berichterstattung über die Vergiftung Nawalnys sehr, sehr stark instrumentalisiert wurde, um auch Nord Stream 2 wieder in Verruf zu bringen und das Ganze nochmal den Versuch zu starten, das zu kippen. Also war eine, fand ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie die Medien ja, Meinung sie, vorgeben. Sie war, und da können Sie auch das Zusammenspiel sehr schön sehen. Ja, die Medien haben das vorgegeben, dann hat die Bundeskanzlerin in einer unglaublichen Entschiedenheit die Rolle übernommen, in Europa Russland anzuklagen und die Sachen festzumachen, obwohl die Sache gar nicht geklärt ist. Ich weiß auch nicht, was richtig ist in diesem Fall, aber man hätte alles tun müssen, um das zu klären, und das hat man nicht gemacht, auch auf deutscher Seite nicht gemacht. Und die Bundeskanzlerin hat sich dann aber so entschieden, Anfang 2. oder 3. September, so entschieden in eine Richtung erklärt, dass die Sache fest war. Also da man ihr viel glaubt in Europa und in der Welt und die Medien ohnehin ihr aus der Hand fressen, war das dann klar, dass die Russen schuld sind und dass die diesen Menschen zu vergiften versucht haben. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie leichtfertig auf deutscher Seite gehandelt wird, und das war natürlich ganz wiederum im Sinne des Konfliktaufbaus. Darum geht es ja. Wollen wir uns verständigen, wollen wir Entspannung oder wollen wir Konfrontation? Und die USA wollen die Konfrontation, sie wollen einen Regime-Change in Weißrussland und sie wollen einen Regime-Change in Russland. Das müssen Sie sich alle mal vorstellen, was das bedeutet. Welch eine leichtfertige Strategie das ist. Und deshalb kümmert mich das so sehr und deshalb bin ich so entschieden, auch in meinen Büchern in dieser Frage. Wir haben hier unglaublich viel zu verlieren. Und deshalb habe ich es auch gewagt, einen Begriff und eine Diagnose in dieses Buch einzuführen, die, wo sonst viele Leute sagen, Gitte, lass die Hände davon. Ich habe nämlich den Begriff Einflussagent eingeführt. Ja, und wenn ich heute in der Süddeutschen Zeitung oder gestern, heute, ich habe es heute gelesen, von Cornelius etwas lese über den Fall Nawalny, dann ist klar, hier ist wieder ein Einflussagent. Oder ich nenne das dann im Buch, mache das rhetorisch so, dass ich erst Einflussagent einführe als Begriff und dann wechsle ich zur etwas sachlicheren Formulierung Einflussperson. Ja, Zuspitzungen sind ja durchaus erlaubt. Bitte? Zuspitzungen sind wirklich erlaubt. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, ob jetzt dann jemand klagt gegen uns, gegen den Verlag und mich. Oh. Ich würde mich auf einen solchen Prozess einstellen. Ja? Bei Nawalny kommt bei mir immer sofort der Name Assange auch richtig, hoch. Und wenn ich mir, die Anstalt hat das ja in ihrer letzten Sendung ein bisschen eingebaut. Herr Nawalny hat sich ja mehrfach und immer wieder im höchsten Maße nationalistisch geäußert, antisemitisch geäußert, homophob geäußert, ist demnach dann Angela Merkel, wenn sie ihn im Krankenhaus besucht, rechtsoffen? Ja, wahrscheinlich schon, aber das spielt ja dann keine Rolle. Wenn man die Medienmacht hat, dann kann man sich solche Dinge leisten. Dann kann man es sich leisten, sich um Assange überhaupt nicht zu kümmern und den in einem Gefängnis eines NATO-Partners verrotten zu lassen oder ihn in den USA auszuliefern, da kräht kein Hahn danach. Und gleichzeitig aber holt man sich so jemanden wie Nawalny dann ins Bett, hätte ich gesagt, ins Bundeskanzleramt. Ja? Also das fällt so weit auseinander. Aber Sie gucken Sie dann wieder auf die deutschen Medien, das ist für die kein Thema. Die haben sich ganz wenig um Assange gekümmert.
Die Nachdenkzeiten haben sich sehr darum gekümmert. Moritz Müller war lange Zeit in London und hat den Prozess mitbeobachtet und für uns geschrieben. Die deutschen Medien, ja, einmal hat eine Fernsehanstalt da auch etwas gemacht. Ansonsten ist diese Demütigung und die mörderische Verfolgung dieses Menschen, der sich um die Demokratie verdient gemacht hat, ist kein Thema. Übrigens auch nicht, und darauf möchte ich nochmal im Zusammenhang mit dem Kapitel Römisch 3 aufmerksam machen, übrigens auch jenseits von Politik und Hauptmedien kein Thema. Ich habe gestern über ein Interview von Harald Lesch oder mit Harald Lesch geschrieben. Ja. Reine Zufall, am Sonntag liegt mir sagt meine Frau, schau mal, da ist ein ganzseitiges Interview in einer Anzeigenzeitung in der Südpfalz, das heißt Pfalz Echo, mit Harald Lesch. Und dann habe ich geguckt, der interessiert mich ja, ich finde das, was er zur Klimaänderung sagt, ja nicht falsch und durchaus berechtigt, dass er sich da engagiert. Und dann habe ich das durchgelesen, dann taucht erst nochmal die Kampagne auf gegen die sozialen Medien. Ja, also er als Vertreter des CDF und oder Mitvertreter des CDF und der etablierten Medien macht sich dann über die sozialen Medien her und redet über Verschwörungstheoretiker. Und dann kommt eine Passage über Nawalny und den Vorgang, das ist abenteuerlich. Mit der Glaubwürdigkeit eines Wissenschaftlers im Hintergrund sagt er dann, dem Sinne nach jetzt, nicht wörtlich, da wird unterstellt von den Verschwörungstheoretikern, dass westliche Geheimdienste den hätten vergiften wollen, mitten in Sibirien. Das ist doch unmöglich für einen westlichen Geheimdienst. Und außerdem kommt noch hinzu, dass ein westlicher Geheimdienst doch nicht jemand umbringt, der die eigenen Werte vertritt. Unglaublicher Unsinn. Von einem deutschen Wissenschaftler mit einem bis dahin guten Ruf, zumindest bei vielen Leuten, erzählt einen solchen Schwachsinn dort. Ja? Aber voll eingebaut in die Kampagne. Ich erwähne das deshalb, weil das ja nicht nur auf die Hauptmedien und auf die Politik beschränkt ist, sondern jetzt weitere Kreise zieht, nämlich von einem Menschen, der Universitätsprofessor in München ist, unglücklicherweise an der Uni, in der ich auch mein Diplom gemacht habe. Und der erzählt also jetzt und wird eingebaut in die Kampagne gegen die Medien außerhalb der Etablierten. Diesen Vorgang möchte ich aufmerksam machen, weil das wieder eine neue Qualität ist, die hier auftaucht. Oder man könnte es hinzufügen zu Korrektiv, also eine Variation sozusagen, eine andere NGO, so könnte man sagen. Das passt tatsächlich auch ganz gut zu deinem vorherigen Buch, zu Ihrem vorherigen Buch, Glaube wenig, wo Sie beschreiben, dass man quasi einfach eine Autoritätsperson hinzuzieht. Als Experten, genau. Ja. Genau, als Experten, vielleicht aus einem komplett anderen Feld. Vermeintlichen Experten, muss man auch sagen. Genau, oder eine Expertin. Und dass man dadurch nochmal mehr Legitimität in die Aussagen kriegt und ein viel größeres Publikum erreicht. Ja, ich bringe jetzt nochmal genau an diesem Punkt auch nochmal in dieses Buch, Glaube wenig. Das müssten wir erweitern. Es gibt nämlich noch andere Methoden, außer den 17, die ich da aufgezählt habe, zum Beispiel die Methode, aus 4 ungeklärten Dingen eine geklärte zu machen. Also ungeklärt ist die Sache mit Skripal, ungeklärt ist die Sache mit MHI, mit dem Flugzeug, ungeklärt ist die Sache mit Nawalny. Wenn ich aber die hintereinander füge und gegen Russland wende, dann wird scheinbar eine geklärte Sache draus. Ein toller Vorgang an Manipulation, eine neue Manipulationsmethode. Ähnliche Fälle haben wir drin, indem ich verschiedene Personen nebeneinander nehme, dann wird auch alles sozusagen was man Schlimmes über diese Leute, über Erdogan sagen kann, wird an Putin festgemacht. Das ist aber eine andere Methode. Diese neue, die wird jetzt ganz enorm viel verwendet. Also diese 3 oder 4 oder 5 verschiedene Ereignisse, Ermordungen, Vergiftungen und dergleichen hintereinander zu hängen und durch und die ungeklärten Sachen dadurch so klar zu machen, das erwähnt der frühere SPD-Abgeordnete und Russland-Beauftragte Gernot Erler verfährt so, die Frau Merkel verfährt so, die Medien verfahren so. Es wird immer eingeübt, diese Methode. Und ich kann unsere
Zuhörer nur darauf aufmerksam machen oder darum bitten oder anregen, dass sie sich die Methoden der Manipulation einprägen, um autonomer im Denken zu werden. Wenn man diese Methoden präsent hat, dann fällt einem ein, klack, hier läuft es nach diesem Verfahren ab. Und das ist auch das Erfolgsgeheimnis dieses Buches gewesen, weil so viele Leserinnen und Leser genau dieses erlebt haben, dass sie sagen, damit kann ich mir helfen, die Dinge zu durchschauen. Was will ein Autor mehr, als dass das eintritt? Ja. Sie hat einen Begriff, seit einigen Jahren auch Konjunktur in diesem Zusammenhang, Medienkritik, Medienkompetenz. Man müsste gerade auch jüngeren Menschen Medienkompetenz beibringen. In der Lesart etablierter Medien heißt das, die Alternativmedien zu diskreditieren als Verschwörungstheoretiker, als Quer- als Rechtsoffen etc. Im engeren Sinne müssten wir doch Medienkompetenz verstehen, wenn jemand diese Methoden, von denen Sie gerade gesprochen haben, so drauf hat, dass er beim Lesen, beim Sehen sofort weiß, welcher Machart ein Beitrag ist. Das wäre ja eigentlich so wäre Medienkompetenz, ja. Aber gemeint ist sicherlich Alternativmedien pfui, etablierte Medien pfui. Ja, aber es gibt halt glücklicherweise so viele, die andere Erfahrungen machen. Ich habe letztens so mal zwei Briefe veröffentlicht vor 3 Tagen. Und einer ist wirklich wunderbar und hilft uns natürlich sehr, denn wir fragen uns da immer, macht es einen Sinn, diese Aufklärungsarbeit zu betreiben? Und dann kommt eine Mail, wo jemand schreibt, ich habe diesen ganzen Quatsch geglaubt, ist immer in meinen eigenen Augen. Und dann habe ich Die Revolution ist fällig gelesen und gleich entdeckt, dass die Beschreibung unseres Zustandes in unserem Land, wie es allgemein geschieht, nicht stimmt und dass man das anders sehen muss. Und ich bin durch ihr Buch sozusagen aufgeklärt worden und habe eine richtige Wende in der Sicht der Dinge wahrgenommen. Ein anderer schreibt, hier aus dem Westerwald, dass er eben seine Zeitung gelesen hat und dass er alles geglaubt hat, was so serviert wird und dass er jetzt aber die Nachdenkseiten seit einigen Jahren liest und dies auch immer tut und dass das sein Informationsmaterial ist, auch anderes, und dass er jetzt die Welt anders sieht. Und das ist etwas, was den Verlag, der ja jetzt in dieser Woche mit oder in der nächsten Woche mit 4 Titeln auf der Bestsellerliste ist, beim Paperback Sachbuch, das kann den Verlag genauso freuen wie einen Autor wie mich und andere Autoren von Ihnen, die das Gleiche erleben, dass es immerhin ein bedeutendes Segment von Menschen gibt, die sich den Luxus nachzudenken und aufgeklärt zu sein, leisten. Deshalb heißen die Nachrichtenseiten so schön für alle, die sich noch eigene Gedanken machen. Ja. Jetzt heißt das Buch, das neue, die Revolution ist fällig, aber sie ist verboten. Sie rekurrieren trotzdem in dem Buch ein bisschen darauf oder geben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass jüngere Generationen möglicherweise doch so viel Elan aufbringen, sich gegen gewisse Dinge aufzulehnen. Sind das konkrete Beobachtungen, die Sie da haben, an denen Sie das festmachen, oder ist das eher ein Wunsch, eine Hoffnung? Entschuldigung. Sie haben es schön formuliert. Es ist eher ein Wunsch. Ich muss auch gestehen, dass ich, nachdem ich die Analyse dieses Buches geschrieben habe, und auch vorher ich nicht genau wusste, wo ich enden werde. Weil ja, die Aussage, die Revolution ist fällig, aber sie ist verboten, ja alleine nicht reicht. Leser würden ja gerne, und ich auch gerne, ein bisschen mehr sagen darüber, wo es eigentlich hingehen soll. Und dann habe ich darüber intensiv nachgedacht und habe Verschiedenes abgewogen. Und habe dann in diesem Zusammenhang auch gesagt, okay, Revolution ist sowieso etwas problematisch in der heutigen Zeit mit diesen Kampftruppen auf der etablierten Seite. Siehe Frankreich, Umgang mit den Gelbwesten. Und ich würde meinen Enkeln nicht raten, in diese Auseinandersetzung zu gehen mit den herrschenden Kräften. Also versuchen wir es doch nochmal mit einer nachhaltigen Reformpolitik.
Und dann habe ich beschrieben, wie solche Reformen aussehen könnten. Und zwar ganz konkret von der Steuerreform bis zur Bodenwertzuwachssteuer, um Spekulationen im Immobilienbereich einzudämmen. Und ich habe formuliert, was im sozialen Bereich notwendig wäre und was beim Umweltschutz notwendig wäre. Und dann habe ich mir so überlegt, wie könnte sowas wieder in Gang kommen? Und dann ist man ja ganz schnell bei historischen Erfahrungen. Und da ich schon so alt bin, habe ich eben auch sehr viel miterlebt. Ich war sehr viel früh politisiert und ich habe miterlebt, wie aus dem Kalten Krieg dann die Chance erwachsen ist, Entspannungspolitik zu machen. Und das hing eindeutig mit Personen zusammen. Das ich erwähne es deshalb nicht, weil ich die Person Willy Brandt erwähnen will, sondern wegen des Phänomens, dass da eine Person wichtig war. Und dies gestützt durch andere Personen, die gesagt haben, jawohl, mit dem Mauerbau spätestens ist klar geworden, dass der Kalte Krieg eine schlimme Veranstaltung ist. Wir müssen das beenden, wir müssen uns verständigen, wir müssen aus der Konfrontation raus. Also habe ich an einem Beispiel zeigen können, ein Mensch, Willy Brandt, war wichtig, mit anderen zusammen, mit Egon Bahr und sogar Helmut Schmidt ist da in dieser Frage durchaus mit dabei gewesen. Also wäre das eine Hoffnung, dass wieder Menschen erwachsen, junge Menschen, mittelalterliche Menschen, mittlerem Alter Menschen, die die Fähigkeit haben, andere mitzuziehen und die dann sagen, so geht es nicht weiter. Also das ist, die Hoffnung muss man haben und die kann man haben, wenn man aus der Geschichte kommt. Dann habe ich ja selbst erlebt, die 68er-Geschichte. Ich bin zwar drei Jahre davor gelaufen, aber meine verstorbene Frau, die die Nachdenkseiten mitgegründet hat, die war eine richtige 68er und wir haben uns viel darüber unterhalten. Und das Interessante ist ja, dass damals die Etablierten nicht allesamt gegen diese Studenten waren. Ich kann mich gut erinnern, ich habe 68 angefangen in Bonn als Redenschreiber von Karl Schiller. Karl Schiller der war Bundeswirtschaftsminister, hat nie etwas Böses über diese jungen Leute gesagt. Zum Teil deshalb, weil er Professor an der Uni war und dort bewundernd miterlebt hat, was da an neuer Bewegung, an neuen Denken durch die 68er-Bewegung zugewachsen ist. Also mache ich jetzt in dem Buch auch meine Hoffnung daran fest, dass so etwas wie die Bewegung der 68er dann zeitgemäß angepasst wiederkommen könnte. Warum sollen wir das ausschließen, wenn wir noch Hoffnung haben? Nein, das muss man auf keinen Fall ausschließen. Ich frage deswegen, ob das möglicherweise ein Wunsch ist, weil ich meine zu beobachten, geschult durch Ihre Beiträge, durch Ihre Arbeit auf den Nachdenkseiten, aber auch durch die hervorragenden Sachen, die zum Beispiel Bräutigam Klinkhammer machen, die ja auch auf den Nachdenkseiten vorgestellt werden. Der Uli Gellermann macht das zum Teil visuell. Geschult dadurch bilde ich mir ein, dass gerade jüngere Journalisten sehr, sehr viel Meinung bringen, aber sehr wenig Wissen haben. Und da schwindet so ein bisschen meine Hoffnung, dass die sich halt eben so stark vor den Karren spannen lassen, statt ihre Aufgabe als, also ihren Berufsstand Journalismus. Gut, ich habe jetzt auch nicht zuallererst die Journalisten gemeint. Schön wäre es, wenn es bei denen auch mal klicken würde, aber da teile ich Ihren Eindruck, dass es sehr hoffnungslos ist in diesem Bereich. Aber Sie können doch nicht ausschließen, oder wollen wir doch nicht ausschließen, dass es unter jungen Leuten, die gut ausgebildet sind, ihre Lehre gemacht haben oder an Universitäten, dass dort Leute heranwachsen, die verstehen, so geht es nicht weiter. Und dann wissen wir auch aus der Geschichte, dass das sich häufig festmacht an eigenen Erleben. Das könnte sich an Corona und der Corona-Politik festmachen. Das könnte sich, wie damals an Vietnam, an der jetzigen Kriegsgefahr festmachen, dass junge Leute von 25 Jahren, 26, 28, 30 Jahren oder auch 22, dass die sagen, Leute, so geht's nicht weiter, wir müssen uns zusammentun, dass sie sich in Gruppen finden und aufhören, oder anfangen, sich für Politik und für das Geschehen um sie herum zu interessieren. Ich weiß nicht, ob das kommt, aber das ist meine Hoffnung. Und für diese jungen Leute, im Blick auf die, habe ich das eben geschrieben, auch dass manche das lesen vielleicht und dann sagen, jawohl,
wir müssen uns zusammentun und wir müssen aufstehen. Bevor Frau Richards jetzt gleich nochmal weitermacht, würde ich mal schauen, ob wir vielleicht eine Zuschauerfrage dazwischen nehmen können. Also wir haben online rege Teilnahme. Sehr schön. 60, 65 Leute, die sich jetzt gerade zugeschaltet haben. Und Zustimmung, 100% Zustimmung. Da ging es noch um die Corona-Diskussion, die wir am Anfang noch zum Teil hatten. Und die Frage mit den Wissenschaftlern, die eingeklinkt werden als sozusagen Legitimation für Herrschaftswissen, wenn ich das mal so verkürzt wiedergeben kann. Und hier wird politisch gesehen der Online-Kanal MyLab, ich glaube, der ist recht bekannt, und die Forderung, dass es ein Gütesiegel geben soll für verschiedene Wissenschaftler. Und das wird hier ein bisschen ein guter Vorschlag. Kritisch diskutiert. Ja. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz zu hören für die Zuschauer, die uns hier live zuschauen. Es gibt wohl rege Teilnahme übers Internet, über YouTube und 100% Zustimmung. Aber das ist ja schon wieder verdächtig. Das schon. Ja. Genau, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Einflussagenten. Wir nennen die jetzt weiter Einflussagenten. Können Sie bitte nochmal genau erklären, vielleicht an einem konkreten Beispiel, einer konkreten Person, wie die arbeiten und welchen Einfluss sie auch darauf haben, dass wir keine Revolution haben, dass wir zwar aktuell so wie Fridays for Future haben, aber sich daraus keine Revolution bildet. Jetzt stellen wir uns alle mal vor, wir würden zu den superreichen New Yorks oder des Silicon Valley gehören, würden dort wohnen, würden uns auch gelegentlich treffen. Wir hätten jetzt erlebt, dass man innerhalb von 14 Jahren oder 15 Jahren von 5 Milliarden auf 100 Milliarden Eigentum kommen kann. Und dann würden wir uns selbstverständlich überlegen, was zu tun ist, dass dieser Reichtum nicht gefährdet ist. Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass die nun mehrheitlich Altruisten sind, die sagen, wir geben das alles wieder her, sondern ich würde mal annehmen, dass mit dem Reichtum auch der Wille wächst, sich das zu erhalten. Dann haben die in ihrem ganzen Zirkel von Leuten auch noch solche, die den großen Finanzorganisationen, Finanzkonzernen vorstehen, also BlackRock zum Beispiel oder Blackstone, und die sind in vielen Unternehmen der Welt, Blackstone in allen deutschen DAX-Konzernen, mit einem Anteil vertreten, der es ihnen möglich macht, dort Einfluss zu nehmen. Und dann sagen auch die kommen da hinzu zu den wirklich ganz Reichen, und die sind ja auch selbst reich, die kommen hinzu und überlegen, wie können wir das regeln, dass wir in Deutschland und in Europa und dass wir den Einfluss halten, damit dort nichts geschieht, was uns gefährdet, auch unseren Einfluss auf die deutsche Wirtschaft nicht gefährdet. Und dann kommt man auf die Idee, dass man braucht Lobbyismus. Das ist ja leicht zu machen. Dann haben die ihre Lobby in Paris, zum Beispiel BlackRock sorgt dann dafür, in Brüssel sorgt dafür, dass die Europäische Union beschließt, dass es Privatvorsorge für die Altersvorsorge geben soll. Also nicht das Modell der gesetzlichen Rente wie bei uns. Wunderbar, Lobbyismus. Hat es geschafft in Brüssel. Dann sagt man, also Lobby brauchen wir in Deutschland. Das kann man, wenn man zu viel Geld hat, wunderbar organisieren über PR-Agenturen. Und wir wissen, dass Propaganda unglaublich wichtig ist. Und das habe ich in einem anderen Buch, was nicht in diesem Verlag erschienen ist, sondern bei Drömer, nämlich Meinungsmache, geschrieben. Da habe ich über 5 Beobachtungen berichtet am Anfang dieses Buches. Und eine Beobachtung ist: Wer über viel Geld und oder publizistische Macht verfügt, der wird entdecken, dass er oder sie mit Propaganda erreichen kann, dass politische Entscheidungen in seinem oder ihrem Sinne gefällt werden. Also das ist eine Aufhebung der Demokratie. Man kann mit Propaganda bewirken,
dass die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung reicht manchmal auch, also unter Journalisten, so beeinflusst wird, dass man die für sich günstigen Entscheidungen erreicht. Also haben wir Lobbyismus und dann haben wir Propaganda. Und dann haben die gemerkt, und das würde ich nicht zu Lobbyismus rechnen, dass man ja auch Leute im übertragenen Sinne kaufen, beeinflussen kann. Und dann haben sie gesehen, aha, wir haben hier die Atlantikbrücke als atlantische Organisation. Und da schauen wir mal, dass wir gezielt Leute aus dem Bereich der deutschen Medien aufnehmen und der deutschen Politik. Die treffen sich dann alle. Und die beeinflussen wir im Sinne unserer Interessen, unserer atlantischen Interesse, im Sinne unserer eigenen Interesse als die großen Milliardäre. Und dann funktioniert das auch. Und dann hat man eben den Redakteur in der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinzeitung, und man hat den CDU-Politiker Röttgen und man hat den CDU-Politiker Merz und den SPD-Politiker Gabriel, der jetzt Vorsitzender der Atlantikbrücke ist. Und so hat man einen nach dem anderen platziert. Das ist doch ganz logisch. Man muss, also wenn ich in dieser Rolle wäre und entsprechend gewissenlos, dann würde ich das genauso machen. Und der Markus Carsten hier, der Verleger, würde es genauso machen. Er könnte seine Bücher fantastisch verkaufen über diese Geschichten. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt so ein Punkt, wo man Ihnen möglicherweise Verschwörungstheorie oder sowas vorwerfen könnte. Ich würde allerdings sagen, da es ja in allen Lebensbereichen so ist, dass wir Interessen irgendwie versuchen durchzusetzen, schon allein, wenn ich morgen ins Schwimmbad gehen will mit jemandem, ihn dahin zu bringen, dass er mit mir ins Schwimmbad geht, warum sollte das also in diesem Bereich, wo es um sehr viel Geld geht und Macht, Einfluss und die Gestaltung dieser Welt, warum sollte es da anders sein? Warum sollte man da annehmen, nein, da läuft alles nach den normalen Regeln ab. Ne? So. Und dann kommt eben hinzu, das ist das erste Kapitel in diesem Teil hier drin, das nenne ich analog zu Piketty, der Höhenflug der Ungleichheit. Das heißt, wir haben eine Veränderung seit ungefähr 1980, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung nicht mehr ein bisschen gerechter geworden ist, sondern massiv ungerechter geworden ist. Das heißt, wir haben eine Ballung von finanzieller Macht in wenigen Händen. Und dann haben wir eine große Schicht von Leuten, denen es auch gut geht und die bei Laune gehalten werden. Und darunter haben wir einen großen Rest, eine mehr als die Hälfte, würde ich mal schätzen, von Menschen, denen es nicht gut geht und die aber keine publizistische Macht haben und keine Meinungsmacht haben. Und das ist die Situation. Und diese Situation, diese gewachsene Ungleichheit, verschlimmert das ja, was wir eben besprochen haben mit den Einflussagenten. Ja. Das macht es halt umso brisanter und umso schlimmer. Sie haben die Konfrontation mit Russland genannt, nennen wir das mal Friedenspolitik. Das ist die soziale Frage, die Sie gerade anstellen. Weltweit, aber auch in Deutschland gehen die Einkommen, die Vermögen immer weiter auseinander. Gibt es noch ein drittes Politikfeld, von dem Sie sagen würden, das steht im Fokus, das müssen wir im Fokus haben? Soziale Frage, Friedenspolitik? Ja gut, die soziale Frage ist eindeutig, die hängt ja eng mit der Ungleichheit zusammen. Je stärker die Ungleichheit wird, umso brisanter wird die ökonomische und soziale Lage eines großen Teils unseres Landes. Und was glauben Sie, was jetzt in diesem Bereich an gravierenden negativen Veränderungen mit Corona eintritt? Es kümmert sich doch hier niemand drum, wie das mit Alleinerziehenden ist, die oder einer Familie mit niedrigem Einkommen, das fange ich da mal an, wo der Mann in Kurzarbeit ist und deshalb weniger Geld verdient und die Frau hat zwei Putzstellen oder drei Putzstellen, kann die aber auch nicht mehr wahrnehmen, weil sie sich um die Kinder kümmern muss. Das Einkommen ist abgesenkt, die Belastung ist höher, die Möglichkeit, die Kinder draußen toben zu lassen, ist geringer. Wir haben jetzt gerade jetzt, auch heute konnte ich lesen von einer Schulleiterin in Berlin, die schildert, wie dramatisch die Situation in diesen Einkommensbereichen heute ist. Wo wird denn das wahrgenommen noch? Ja? Und das verschlimmert sich jetzt gerade mit der Corona-Politik. Also wir haben ein Riesenproblem der sozialen Ungleichheit. Und wenn man halt historisch erfahren hat, wie verschieden Politik sein kann in diesem Bereich. Und ich nenne diese beiden verschiedenen Ansätze. Das ist einmal der neoliberale Ansatz, der sagt, jeder ist seines Glückes Schmied.
die Leute haben halt Pech gehabt, die Kurzarbeit haben und wo die Kinder halt in einer engen Wohnung leben müssen und nicht ein Haus mit Garten haben, wo sie sich in dieser Corona-Zeit austoben können. Die haben halt Pech gehabt und jeder ist seines Glückes Schmied. Aber das kann man auch anders machen. Und das hat Willy Brandt bewiesen, als er 1972, 5 Wochen vor einer entscheidenden Wahl, verkündet hat, die Leute sollen sich doch bitte um ihre Nächsten kümmern. Das war diese Rede am 12. Oktober 1972 in Dortmund auf einem Wahlparteitag, das war wie eine Art Bergpredigt, wenn Sie so wollen. Da wurde gesagt, kümmert euch um die anderen, habt sozusagen Mitgefühl für andere Menschen. Da würden andere Politiker, die ich ja in dieser Zeit auch erlebt habe, wenn sie da die Macht gehabt hätten, dagegen anzugehen, hätten gesagt, was soll dieser Quatsch, es kommt drauf an, was in der Lohntüte ist und es kommt drauf an, was im Konto ist. Und aber dieser andere Bundeskanzler geht her und verkündet 5 Wochen vor der Wahl, es kommt nicht auf Wirtschaftskompetenz und auf den Geldbeutel alleine an. Natürlich kommt es auch darauf an, es kommt auch darauf an, wie wir miteinander umgehen. Und das beschreibe ich hier auch, wie verschieden die Konzepte sind von Mitgefühl und Solidarität auf der anderen Seite. Und jeder ist seines Glückes Schmied auf der Seite, die heute die Macht haben. Und auch das ist eine ganz praktische Empfehlung. Wir müssen zurückkommen zu dieser anderen Politik und zur anderen Lebensphilosophie, nämlich dass wir miteinander aufeinander angewiesen sind, dass wir vernünftig und menschlich miteinander umgehen soll. Übrigens ein Politikfeld, was überhaupt noch nicht entdeckt ist. Wenn ich heute noch, wenn ich führender Politiker wäre, dann würde ich mir das Verhalten der Menschen untereinander als ein großes Feld der politischen Betätigung aussuchen. Dann würde ich nämlich dafür werben, dass die Leute besser miteinander umgehen. Und ich würde Mehrheiten kriegen, weil die Menschen nämlich empfinden, dass der ruppige Umgang miteinander auf der Straße oder im Privatleben oder in den Familien oder im Betrieb, dass das uns allen schadet und dass, wenn wir dort eine Umkehr hinkriegen würden, wenn wir es schaffen würden, genügend Leute zu ermuntern, dass sie anders miteinander umgehen, dann wäre das eine enorme Verbesserung unserer Lebensqualität, ohne dass das eine müde Mark oder einen Euro kostet. Ja, die gesellschaftlichen Diskurse müssten einfach anders laufen auch. Ne? Das wird ja schlussendlich in der Öffentlichkeit... Richtig. Es kommt, genau, also ich kann es auch mal anders Moment. Sagen, wer bestimmt eigentlich die Melodie über den Stammtischen? Ja, das nenne ich jetzt meine Übersetzung vom gesellschaftlichen Diskurs. Von mir aus? Ja, und wenn das ein bisschen anders wäre, wenn dort nicht die Gewaltbereiten und jeder ist seines Glückes Schmied oder freie Fahrt für freie Bürgermentalität ziehen würde, sondern das andere, dann sähe die Welt bei uns anders aus. Ja, das ist, ich habe jetzt nochmal das Bild von der Wippschaukel, von der Sie vorhin sprachen, im Kopf, die ja so funktioniert, je stärker ich auf andere zeige, steht meine Arbeit in einem besseren Licht da, in dem ich andere diskreditiere. Aber mit Diskurs ist eben auch gemeint, dass ich mich mit meiner Position auch tatsächlich auseinandersetzen muss, wenn andere das kritisieren und nicht, ich kritisiere andere und deswegen bin ich schon gut. Mhm. Also das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, glaube ich, der erlahmt ist, dass man tatsächlich über politische Positionen streitet. Es gibt nur noch die eine Richtung und die hat man gut zu finden und alles andere wird diskreditiert. Ein bisschen überspitzt. Jetzt müssen wir aber noch mal fragen, haben wir noch Fragen draußen? Ja, so langsam. Einige. Ich fange mal vorne an. Draußen an den Bildschirm. Ich habe vier Fragen gesehen. Es wird auch viel einfach so kommentiert. Wir haben hier einmal die Frage, wird es eine Sammlung der Artikel über Einflussagenten geben? Unter Umständen als Gegengewicht zu Korrektiv, Amadeo Antonio Stiftung und so weiter. Also das wäre eine Frage nach der Sammlung von Artikeln. Prima, das ist, darf ich gleich beantworten? Ja. Ja, die sollte es geben. Das betrachte ich als Ermutigung, das zu machen und das auch noch auszubauen. Also in dem Sinne, wie ich vorhin angefangen habe, versetzen wir uns in die Position der Superreichen. Wie würde das eigentlich, wie würde unsere Organisation der Erhaltung unserer Interessen aussehen? In diesem Sinne würde ich das gerne schreiben.
Danke für die Anregung. Und genau, vielleicht wäre es gut, ich weiß nicht genau, wie gut man mich hier hinten versteht, ja, über das Mikrofon, nochmal kurz die Frage noch wiedergeben. Dann haben wir hier die Frage, Herr Müller, was halten Sie von einem Bürgerparlament für mehr Mitbestimmung der Bevölkerung? Die Idee dahinter wäre eine zufällige Auswahl aus der normalen Bevölkerung. Okay, ist die Frage nach Partizipation von Bürgerentscheiden etc.? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Wäre das? Es war jetzt die Frage nach dem Bürgerparlament. Parlament. Zufällig ausgewählte Personen. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber derjenige, der das oder diejenige, die das fragt, sollte auf jeden Fall mitbedenken, dass auch ein solches Bürgerparlament mit beeinflusst wird von den herrschenden Medien. Das heißt, die Medienkritik und die Änderung dieser Situation, wie wir sie heute haben, ist damit nicht aufgegeben, als notwendig aufgegeben ist. Bleibt dabei. Also ich habe da in diesem Buch auch ein Beispiel genannt. Die Andrea Nahles, als die noch kritisch war, hat im Vorfeld der Agenda 2010, als Schröder im Jahre 2003 das verkündete, dass es die Agenda 2010 und Hartz IV und so weiter geben soll, da hat die gesagt, wir machen eine Mitgliederbefragung bei der SPD, und sie war sich dessen sicher, dass sie diese Mitgliederbefragung gewinnen könne. Und Schröder hat sich eins gelacht und hat ganz genau gewusst, dass er mit Hilfe der Medien den Willen der Mitglieder der SPD beeinflussen kann. Und so, das wende ich mal jetzt parallel an, wenn wir nichts ändern in der Medienlage, dann werden die Medien auch die Meinung in einem Bürgerparlament beeinflussen können und mit prägen können. Das ist meine Sorge. Aber prinzipiell habe ich nichts gegen die Idee, dass man mehr Bürger beteiligt und mit einbezieht über Bürgerentscheide oder über ein solches Gremium. Dann vielleicht eine letzte Frage. Eine letzte Frage schon. Okay. Nehmen wir die, die jetzt auch zuletzt reinkam. Herr Müller, herzlichen Dank, dass Sie die Nachdenkseiten, dass Sie sich so verdient machen, die Nachdenkseiten und um Julian Assange ist hier nochmal Thema. Welche Möglichkeiten sehen Sie, sich in Deutschland noch mehr für Julian Assange einzusetzen? Hier ist die Frage jetzt nach Julian Assange nochmal, was man noch tun kann, um den armen Mann nicht in seinem Kellerloch verrotten zu lassen. Ja, es tun ja schon viele Einzelne etwas. Jetzt war gerade in Köln eine solche Demonstration oder findet statt demnächst. Und es war in Berlin so, und unsere Gesprächskreise nach den Zeiten in Berlin haben sich drum gekümmert. Und wir haben geschrieben und andere auch. Es hat aber nicht eine breite Öffentlichkeit in Deutschland erreicht. Und vielleicht, wenn man wüsste, wie man das schaffen kann, dass man diese breitere Öffentlichkeit erreichen könnte. Richtig toll wäre es, wenn unser Außenminister, der so viel tönt in Sachen Nawalny und in Sachen Russland, wenn dieser Außenminister in Großbritannien vorstellig werden würde und dort klar machen würde, dass es nicht in unserem Interesse ist, wenn so mit Assange umgegangen wird, wie das die britische Regierung zurzeit zulässt. Ja, ich habe auch noch einen Vorschlag. Der Jens Berger hat ja letzte Woche zusammengetragen, dass es, glaube ich, 63 oder 68 Beiträge beim Spiegel gegeben hätte über die Erkrankung von Herrn Trump. Also wir sprechen von einem Zeitraum von einer Woche, 63 Artikel in einer Woche für Assange, wird ja vielleicht auch was helfen. Richtig, wenn der Spiegel sich seiner ursprünglichen Absicht, nämlich ein kritisches Organ zu sein, besinnen würde, dann würde er das jetzt zugunsten von Assange machen, was er in Sachen Trump gemacht hat. Dann würde ich sagen, Viviane Richards, haben Sie die letzte Frage? Okay, ich hoffe, es wird nicht zu lang. Können Sie noch, also sehr, sehr prägend, sehr, sehr viele Beispiele in dem Buch werden immer am Fall Wirecard erläutert. Inwieweit, wie ist die Mediendarstellung von Wirecard? Hat es da irgendwie mal geklappt, dass wir eine objektive Darstellung haben, oder hat das nicht geklappt? Also bei Wirecard
war die Mediendarstellung aus meiner Sicht nicht grundsätzlich genug. Also man hat es ja schon als Skandal bezeichnet und auch beschrieben als Skandal, aber man hätte ja mal auf die Idee kommen können, zu fragen, wie es eigentlich möglich war, dass die Leute, die Wirecard gegründet und geführt haben, so viele Menschen dazu bringen konnten, diese Aktien zu kaufen, dass der Kurs in unendliche Höhen gestiegen ist und dieser Konzern, dieser Kleinkonzern, in die Reihe der DAX-Konzerne aufgenommen werden musste, konnte. Wie ist diese Spekulation möglich? Und ich komme in diesem Buch zu dem Schluss, dass wir alles tun müssten, um die Spekulation einzudämmen, also nicht bei Grundstücken nur und bei Boden, weshalb ich die Bodenwertzuwachssteuer vorschlage, sondern ich kam auch zu dem Schluss, und der ist vielleicht sehr gewagt, muss ich sagen, dass man die Aktienmärkte schließt. Das ist sicher, das ist sicher etwas, wo viele Leute aufschauen, aber ich habe das beschrieben und habe das auch lange beobachtet. Schauen Sie, die Aktienkurse bei DAX gemessen jetzt, man kann auch das weitermachen, aber ich habe mal die DAX-Kurse genommen. Die sind bis etwa 1982 auf einem Niveau pendeln. Da gab es kleine Ausschläge und so weiter. Ich weiß das noch, 1960 muss sowas gewesen sein, aber es ist so eine durchgehende Linie. Und dann so ab 1982 wächst das an und in den 90er Jahren galoppiert das und Ende der 90er Jahre, 1999, vervierfachen sich die Kurse. Und dann fallen sie in den nächsten Jahren runter auf ein Viertel. Und dann vervierfachen oder verdreifachen sie sich wieder und dann fallen sie wieder runter. Das kann mit ökonomischen Verhältnissen überhaupt nichts zu tun haben, sondern das ist reine Spekulation. Und dann schreibe ich so ungefähr, diese Spekulation gehört ins Casino, aber nicht auf einen Markt, auf einen Kapitalmarkt. Das macht einen Kapitalmarkt kaputt. Ich kritisiere also fundamental diese Spekulation, die aber so heimisch geworden ist, dass ganz viele Leute in Deutschland wahrscheinlich glauben, dass das Gelbe vom Ei sei, vom Kapitalmarkt. Ich halte es für eine Verfehlung der Kapitalmarktentwicklung und halte es für dringend notwendig, darüber, dass man da grundsätzlich drüber nachdenkt. Dann kann ich es mir an dieser Stelle nicht verkneifen zu sagen, dass im kommenden Frühjahr ein Buch erscheinen wird im Westend Verlag, der genau das aufarbeitet, was Sie gerade fordern, nämlich wie konnten die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, also das heißt das Finanzsystem, die Medien, die Politik, die Behörden, die Anleger, die Öffentlichkeit so weggucken allesamt, dass das entstehen konnte, was dann jetzt tatsächlich passiert ist. Erscheint im kommenden Frühjahr bei uns. Herr Müller, ganz toll, dass Sie mal wieder da waren. Ich würde sagen, wir machen das jetzt zu einer Dauereinrichtung. Richtig, gut. Ja, macht großen Spaß und nicht nur Müller zu lesen, sondern eben auch Müller zu hören, ist ein besonderer Genuss, kann ich so sagen. Ich hoffe, es ging Ihnen an den Bildschirmen genauso. Dann bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Okay.